So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 17 Karriere. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute also mit dem Spiel, mit der zweiten Partie in der zweiten Fußball-Bundesliga gegen einen alten Bekannten, gegen die Fortuna aus Düsseldorf, gegen die wir ja schon in der ersten Runde im DFB-Pokal gespielt haben, einen 1:0 gab's, wo Düsseldorf sich nicht bewegt, nichts gemacht hat. Sprich, ich bin sehr gespannt, ob die heute mit einer anderen Form, mit einer anderen Mannschaft vielleicht auch auftreten. All das werden wir gleich herausfinden. Werfen vorher aber natürlich nochmal einen Blick auf die Tabelle der zweiten Liga, denn die ersten Spieler sind schon wieder gekickt worden. Und ihr seht's, es gibt aktuell keinen, der alle beiden Spiele am ersten Spieltag gewonnen hat. Und das können jetzt entweder Düsseldorf werden oder eben wir. Das ist die große Frage. Oder am Ende gibt es einen Unentschieden. Heißt, wir haben mit 1860 München und mit Sandhausen zwei Mannschaften, die beide Spiele verloren haben und aber keinen einzigen der 6 Punkte bisher holt. Wir könnten heute am zweiten Spieltag den Sprung auf Platz 1 schaffen. Ich bin sehr gespannt. Der VfB Stuttgart schon mal mit einem krassen Torverhältnis von 7:3. Sandhausen von 3:8. Also das sind die beiden Extremen. Wir mit 3 Toren, 0 Gegentoren. Bisher der perfekte Start, den wir gegen die Arminia hingelegt haben. Kleine Info noch, für alle, die es nicht mitbekommen haben im letzten Part, wir haben natürlich noch unser Scouting-Netzwerk ein bisschen erweitert, haben den Herrn Horn losgeschickt, 2 Sterne Erfahrung, 3 Sterne Skills, Kappa, 3 Sterne Einschätzung oder so, glaube ich, heißt das. Sehen wir hier nochmal. Haben wir ab nach Österreich geschickt. Da ist er, der gute Mann. Und ja, die zwei, die werden uns hoffentlich mit ein paar Talenten versorgen. Ich bin am Überlegen sogar, ob wir nochmal einen dritten machen. Allerdings, ihr seht, ich möchte nicht so viel ausgeben. Ich möchte nicht über 1 Million ausgeben für einen Scout am Anfang in der ersten Saison. Aber gut, das werden wir dann sehen. Wir gehen jetzt erstmal rein, mannschaftstechnisch vielleicht nochmal ein bisschen was umstellen, Fragezeichen hier. Wobei ich ganz zufrieden war. Karzanidis, Benatelli, die haben mir beide richtig gut gefallen. Und eigentlich ja never change a winning team, ne? Never change a winning team. Ich bringe aber trotzdem mal Diaz und Traut, weil die beiden nochmal stärker sind auf Aus, ne? Und das wird heute schon ein Hammer werden. Duckfuß ist auch richtig stark halt, ne? Bringe ich mal für Rama. Taffer Zofa als Zehner muss nochmal mit. Boah, für wen? Dann für Shapur Sadeh. Dann machen wir es so. Sortieren wir eben das Ganze. So. Und König statt Weihrauch als Stürmer natürlich. Nichtsdestotrotz, Eggestein, Soriano, das Duo hat mir richtig gut gefallen. Die beiden, die werden heute nochmal von Beginn an ran dürfen. Mal schauen, wie wir das machen. An der Stelle natürlich auch wieder, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Da würde ich mich wie immer sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr da eure Unterstützung zeigt. Und die kleine Info auch nochmal vorneweg an euch. Beziehungsweise natürlich auch. Checkt die anderen Projekte, Jungs. FIFA 17 Hype, The Journey und The Road to Glory und so Zeugs. Aber was ich vor allem erwähnen wollte... ich habe es im letzten Part schon mal erwähnt, ich haue auch heute nochmal die Message raus. Ihr würdet mir einen großen Gefallen tun, falls es in den Kommentaren irgendwelche Fragen oder sonst was gibt, wenn er da vielleicht, falls euch die übers Auge huscht, wenn er da antworten könnte zum Beispiel. Ich bin ja aktuell, wie gesagt, noch nicht, aber dann sehr bald im Urlaub, heißt, ich bin in der Vorproduktion. Kann leider auf eure Kommentare in den Folgen jetzt nicht eingehen, erst ab wahrscheinlich Part 20 oder so wieder. Heißt, dementsprechend mache ich gerade alles so ein bisschen auf eigene Gefahr. Ich hoffe nichtsdestotrotz schon mal, oh Gott. Der wird nichts. Dass es euch gefällt und zum anderen, wie gesagt, dass ihr das schon mal, dass ihr da Bescheid wisst, wenn sich da irgendjemand fragen sollte, warum war in dem letzten Video, war doch ein Kommentar mit 500 Likes, warum hat er den nicht erwähnt und so. Ich lese mir alles durch, aber ich bin in der Vorproduktion, kann leider nicht drauf eingehen. Nichtsdestotrotz, starten wir rein, erster Spieltag zu Hause sozusagen. Das erste Mal vor heimischer Kulisse, wo wir letztendlich kicken dürfen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Das Match gegen die Fortuna, die sich rächen möchte nach dem Aus im DFB-Pokal, nach allerdings dem verdienten Aus. Da haben wir eine super Leistung gezeigt. Die Düsseldorfer offensiv gar nichts. Was? Oh, da hinten steht das Tor offen. Seht ihr das? Das Tor steht leicht offen hier da hinten. Da können noch ein paar Zuschauer rein. Sicherheitsvorkehrungen nicht wirklich gut hier in Würzburg. Nee, was soll ich sagen? Wir nichtsdestotrotz mit der Chance, einen ganz großen Sprung zu machen in der Tabelle, auf Platz 1 eventuell sogar zu kommen. In den News stand ja, dass eventuell Platz 11 so die Prognose für uns ist, wo wir am Ende der Saison stehen werden. Bin ich sehr gespannt. Da habe ich dann wahrscheinlich auch, wenn das Video rauskommt, eure Kommentare schon gelesen, was ihr dazu meint. Ich konnte es, wie gesagt, nur leider noch nicht gucken, weil ich in der Vorproduktion bin. Aber bin ich mal sehr gespannt. Wir gucken rein. Düsseldorf mit Jennings, der hat getroffen neulich. Bebu, Bellinghausen, Koch, Gartner, Fink, Schmitz, Eiern, Madlung, Schauer, Terenzing. Das ist, glaube ich, komplett dieselbe Aufstellung wie im DFB-Pokal in Runde 1, wenn mich da nicht alles täuscht. Geht was an, Jungs, die Würzburger Kickers, wir vorne ja mit Soriano und mit Eggestein. Das Duo muss halt wieder treffen und damit starten wir rein in die zweite Partie der zweiten Fußball-Bundesliga. Let's go, hoffentlich kriegen wir den nächsten Sieg hin. Das wäre natürlich der perfekte Start für den Aufsteiger, wenn wir das schaffen. Aber das wird sehr, sehr schwierig und ich denke auch mal, Düsseldorf wird sich da heute auch ganz anders präsentieren. Als zuletzt wie gegen uns im DFB-Pokal und so weiter und so fort. Von dem her
werden wir da sicherlich was anderes zu spüren bekommen. Madlung gleich mal mit dem langen Ball, den wir gleich wieder erobern können. Frühes Tor, wenn nichtsdestotrotz natürlich wieder überragend. Kasanidis, der getroffen hat, Benatelli, der getroffen hat und Soriano. Oh, ich dachte, Soriano macht da den Laufweg, macht er leider nicht. Nochmal Benatelli, sieht Soriano, Soriano! Erster Abschluss, 6. Minute, läuft sich schön frei. Relativ spitzer Winkel für Capitano Soriano, Jungs, ihr wisst Bescheid. Und dementsprechend ging der dann leider nicht rein. Rensing bringt den erstmal hoch und weit nach vorne. Hennings baut Düsseldorf hier das Spiel auf, zieht man sich zurück, lässt uns machen. Alles Fragen, die wir jetzt gleich beantwortet bekommen werden. Soriano wieder stark gemacht. Da ist Lagos durchgesteckt, kein Abseits. Ecke, Steiner 1-0. 19. Minute, wir führen gegen die Fortuna. Eggestein mit seinem ersten Treffer im neuen Trikot. Das ist ein super Laufweg, den er da macht. Schaut euch das an, verwirrt die komplette Abwehr und dann lässt er dem Rensing keine Chance. 1-0. Es läuft so unfassbar perfekt. Fast schon zu perfekt, als dass man sich Gedanken machen müsste, ist hier irgendwas falsch und faul? Ich weiß es nicht. Früher guter Start, perfektes Tor von Eggestein. Also damit ist er endgültig angekommen hier in Würzburg. Geile, wichtige Geschichte. Und jetzt konzentriert bleiben. Mal schauen, wie die Düsseldorfer drauf antworten. Da ist Koch untergelegt auf Schmitz. Schön den Körper reingestellt. Wieder Koch auf Bellinghausen. Der hat ein bisschen Platz. Flanke ist super! Hennings mit dem Kopfball. Wojnikowski holt ihn raus. Huiuiui, da muss er zum allerersten Mal in dieser Saison aber ganz gewaltig eingreifen. Richtig gut, Hennings, der den nicht platzieren kann, Gott sei Dank. Sonst steht es hier früh 1-1. So weiter in die Führung zu Hause hier in Würzburg. Das ist gefährlich. Und das ist, euch dachte schon, der Pfeif. Wir kriegen den Ball nicht weg. Huiuiui, wir kriegen da den Ball nicht geklärt. Tief durchschnaufen. Schmitz, immer noch gefährlich. Schmitz, Abschluss. Knapp vorbei. Düsseldorf ist da. Düsseldorf ist aufgewacht. Das können wir und müssen wir hier schon mal feststellen. Aber damit können sich natürlich auch die Räume für uns nach vorne bieten. Soriano, gut gemacht. Eggestein mit einer guten Übersicht, mit einem schlechten Pass allerdings. Koch kann ihn locker lässig ablaufen. Fink auf Bellinghausen. Schiebt ein bisschen an, gut gemacht von Schröck. Oh, traut Schröck im Zusammenspiel, aber haben sie gut gelöst, die zwei. Sehr, sehr nice. Lagos. Soriano könnte den Laufweg machen, macht er auch. Kommen wir nicht ganz hin, Madlung klärt. Zum Einwurf, also 20 Minuten gespielt. Ein sehr forsches Spiel, ein Spiel, das Bock macht bisher. Und vielleicht kriegen wir die Chance jetzt aus 2-0. Soriano, abgefälscht, Diaz. Rensing hat den. Boah, ich dachte, der kommt mehr auf meinen Eggestein nochmal, aber der hat da leider nichts erstmal mit zu tun. Bellinghausen steigt nochmal drauf, kommt mal leider nicht an den Ball. Axel Bellinghausen schiebt an über die linke Seite, ein Dauerbrenner. Ein Ackerer vor dem Herrn, Benatelli, schöner Ball, Schröck. Gut gespielt, Möglichkeit ist da, Eggestein mit viel Platz. Eggestein in die Mitte, Soriano kommt nicht hin. Gute Idee gehabt. Die beiden harmonieren echt schon richtig gut dafür, dass es das zweite Spiel ist, dass die gerade mal gemeinsam zusammenspielen dürfen. Gartner auf Schauerte, da ist Hennings, der ein bisschen anschieben kann. Bisschen zu viel Platz geboten dem Kerl. Gartner wieder. Sieht oben den Mitspieler, sieht Bebu. Bebu, gut geklärt von Karzanidis. Also das System, ich muss sagen, mir taugt es echt gut. Bislang können wir absolut nicht meckern. Ein paar Mal ja schon angesprochen, das 4-2-2-2, ein System, was ich so in der Karriere wirklich, ich glaube, ernsthaft noch nie gespielt habe. Dementsprechend war ich sehr skeptisch, aber das Spielermaterial hat das gefordert und wir machen es bislang echt sehr ordentlich mit der Aufstellung. Haben eine super Balance zwischen Offensive und Defensive, noch kein Gegentor bislang bekommen in jetzt mittlerweile 210 Minuten, heißt in 2 Spielen und 30 Minutes. Das ist sehr stark, von dem her, da läuft's. Und auch in der Offensive, ja, brauchen wir nicht viel zu sagen. 3-0, 1-0 und jetzt schon wieder ein 1-0. Viel besser geht's nicht. Sehr effektiv mit den Chancen, die wir da wirklich auch instant nutzen. Was in Darmstadt, ich habe es im letzten Video angesprochen, nicht so der Fall war am Anfang. Heißt, da haben wir schon mal den großen Bonus. Jetzt allerdings Koch mit der Möglichkeit. Koch, wir kommen nicht in Traut, kann klären. Also solche Lücken, da hast du dann allerdings den Düsseldorfer nicht bieten. Riesenchance da auf einen Ausgleichstreffer. Geiler Ball. Bernardelli kommt nicht hinterher. Fink. Heieiei, schauert er. In die Mitte gespielt. Gartner hat ein bisschen Platz anzuschieben. Sieht Bebu. Gut, wieder von Diaz. Der macht eine bombastische Partie. Casanides. Vorne. Oh, das soll er nicht in der Ball. Schauert er wieder. Ohne Probleme. Fink. 7 Minuten noch in diesem ersten
Durchgang, Freunde. Fink auf Schauerte. Also Diaz gefällt mir dahin echt richtig stark. Hat eine 69. Oh, jetzt macht er ein bisschen den riskanten Weg, aber den holt er sich wieder. Ich verspreche es euch. Schaut euch das an. Diaz ist ein Biest. Diaz ist ein absolutes Biest. Richtig gut von ihm. Kasanidis. Warum sage ich so oft Hennings bei uns? Ich weiß es nicht. Irgendwie hat sich das eingebrannt. Lagos hat ein bisschen Platz. Sucht den Mitspieler. Findet ihn auch. Guter Ball. Bernatelli auf Eggestein, der sich da nicht durchsetzen kann. So langsam dürften wir mal wieder gerne eine Chance rausspielen. Langer Ball von Rensing. Kopfballduell. Gut gewonnen, mehr oder weniger. Da ist Schröck. Schön gespielt. Karsanidis wieder Schröck. Guter Ball. Schröck kriegt den nochmal. Da ist Schröck auf den Kollegen. Wie hat er mir jetzt der Name nicht eingefallen? Soriano. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen laufen. Aber da war der Abschluss dann zu früh da. Eggestein. Oh, das soll er natürlich auch nicht hin. Nichtsdestotrotz haben wir den nochmal gut gemacht von Traut, der das ruhig rausspielt. War da gerade der Schiri am Ball? Ich habe nicht mehr da hingeguckt. Soriano. Foulspiel. Von hinten in die Beine. Das könnte auch rot geben. Er fasst sich schon an den Kopf und es gibt hier die... Was gibt's? Gar nichts? Es gibt gar nichts? Für das Foul von Madlung. Also mein Lieber, das ist aber mal eine ganz klare Sense. Da kann man durchaus rot zeigen. So, Freistoß. Ich habe noch keine Ahnung, wie man die wirklich schießt. Oh Gott, jetzt habe ich schon geschossen. Das wollte ich natürlich nicht. Kommt trotzdem einigermaßen gefährlich. Rensing ohne Probleme. Trotzdem, fuck. Ich wollte eigentlich nochmal warten. Ich habe irgendwie im Kopf nicht gecheckt, dass ich eine andere Taste drücken muss. Egal, wir gehen rein in die Pause. 1-0 die Führung. Ich würde sagen, verdient. Wobei Düsseldorf auch gute Möglichkeiten hatte. Unentschieden wäre durchaus drin gewesen. Aber wir haben die eben ganz gut genutzt. Die Düsseldorfer mit 95% Passgenauigkeit, was überragend ist. Aber eben aktuell den Jungs nichts bringt. Rein in den zweiten Durchgang. Mal schauen, was wir da noch machen können. Madlung auf Koch, der lässt prallen auf Fink. Hennings, da ist der Hennings. Wahrscheinlich, weil wir schon zweimal gegen Düsseldorf gespielt haben und der hilft dann mal den Ball hat. Deswegen habe ich da irgendwie den Namen Hennings im Kopf. Ich weiß es nicht. Wolnikowski versucht schnell zu machen. Eggestein, guter Ball. Soriano wird geschickt, das ist stark. Oben läuft der Mann mit, allerdings der Ball zu ungenau. Eihahn kommt da locker lässig hin. Koch, da ist wieder Hennings. Guter Zweikampf, gut gemacht von Schröck. Guter Ball auf Eggestein. Der sieht Soriano in der Mitte. Wenn der jetzt wieder kommt, dann klingelt's. Ach du Heilige. Oh mein Gott. Lagos, was war das denn? So ein schöner Spielzug von uns. Und dann so schlecht abgeschlossen. Transfer, Pogba bestätigt. Kennen wir, wissen wir. Nichts Neues aus Manchester. Hennings. Da ist Bellinghausen. Kommen wir nicht in den Zweikampf gegen den Axel. Der sich da gut durchsetzt. Kriegt Düsseldorf auch die erste Möglichkeit in dieser Partie. Kriegen nicht mal einen Einwurf. Gut, da letztendlich agiert. Traut, sieht, Schröck. So, komm, 2-0 jetzt hier. Das wäre stark. Boczek in der Partie für Fink. Schlechter Ball. Gartner kann den abfangen. Boczek, wieder Gartner. Wir reißen ein paar Lücken auf. Da müssen wir aufpassen, ne? Bebu über die Seite. Bebu versucht den Körper reinzustellen. Schön im Verbund von Diaz und Co. gearbeitet. Trotzdem immer noch Düsseldorf. Gartner, gut gemacht. Spielt ihr noch? Spiel den noch. Gut, 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 gut. Schön. Soriano. Guter Ball. Schröck. Eggestein. Hochgespielt. Bernatelli. Schröck wieder. Lücke ist da. Möglichkeit ist da. Karsanidis. Rensing klärt zur Ecke. Gute Möglichkeit. Schöner Longshot da. Mehr oder weniger aus 20 Metern knapp. Einfach mal draufgezogen. Ecke könnte gefährlich kommen. Ecke kommt gefährlich. Und die nächste hoffentlich gleich hinterher. 62. Minute. Wird Zeit für den ersten Wechsel eigentlich. Aber noch machen wir erstmal die Ecke. Ja, die allerdings geklärt wird. Hinten ist nochmal Schröck, der den prallen lässt. Hennings mit der Möglichkeit zu kontern. Gut geklärt von Lagos, wir gehen rein. Müssen ein bisschen was tun. Die Frage ist nur was. Kasanidis nämlich mal rausbringen. Bring Duckfuß da ruhig mal. Und auf der 6 den Duffer-Zofa. Zweifach Wechsel, Defensive und das ZOM mal auch so ein bisschen mit frischen Leuten bestücken, wenn man das mal so nennen kann, um da eventuell nochmal vor allem nach vorne den entscheidenden Konter zu setzen, den entscheidenden Angriff und hier mit einem 2-0 alles fix zu machen. Was machen die Düsseldorfer? Die turnen so ein bisschen an der Außenlinie rum, schauert er jetzt auf Boczek. Boczek vorne ist Hennings, das hat er stark gemacht, gut gedreht. Hennings auf Koch. Wir schieben gut drauf, Ball zurückgespielt, schlechter Ball, gut von, oh mein Gott, Soriano, Tunnel dabei noch, Boczek. Ja, jetzt läuft's aber so richtig, Soriano, der geilste Trick bisher, mehr oder weniger, in der FIFA 17, Karriere, Ball kommt nicht durch. Nochmal Bernatelli, nochmal Soriano. Soriano, diesmal kommt er nicht durch, aber da hat er den Freistoß. Was war das für ein geiler Trickpass, Wahnsinnsding, durch die Beine. Und die Möglichkeit, die wir natürlich selbst probieren werden, halt den Manager mal nicht aus, sondern wir nehmen den Kollegen...
Wo ist er? Wer konnte das so gut schießen da bei uns? Er hier, oder? Duckfuß. Hallo? Duckfuß, ja. Ist das Duck? Das ist schon Duckfuß, ne? 29 Meter. Mach die Kirsche rein. Duckfuß, um Gottes Willen. War da nicht im letzten Spiel der ein bisschen gefährlicher und ich habe den ähnlich geschossen? Gefühlt ja. Aber das war mal gar nichts. Egal. Hauptsache abgeschlossen. Wir können uns wieder stellen. Alles gut. Da ist Eggestein. Ah, schlechter Ball. Eggestein mit ein paar Ballverlusten heute. Nichtsdestotrotz. Ganz vielversprechend für die kommenden 1-2 Jahre. Da rennt der Spieler ins Aus. Wahnsinn. So, gibt den Einwurf auf Bernatelli. Auf Taffertsofa, der mit einem guten Seitenwechsel mal schnell gespielt. Soriano kann ihn leider nicht unter Kontrolle bringen. Madlung. 75. Einen Wechsel haben wir noch. Den wird man natürlich auch noch ziehen. Und da wird man natürlich auch noch mal reagieren. Die Frage ist nur wie, aber das gucken wir uns gleich an. Erstmal der Angriff der Düsseldorfer. Koch. Auf Bocek. Da ist Bebu. Bebu schiebt ein bisschen an. Immer noch Bebu. Wir kommen nicht in den Zweikampf. Die Flanke, der Pass war nix. Und dann können wir klären. So, gehen wir mal kurz rein. Wie reagieren wir? Eggestein entweder raus oder Bernatelli. Ich glaube, ich nehme mal Bernatelli raus. Bring Nagy. Oder? Ja, mach mal. Mach mal. Gehen wir es mal so an. Guter Ball auf Taffert zur Verkonterchance. Eggestein. Ah, kriegt den leider nicht. Wäre seine letzte Aktion gewesen, ne? So wie der Ayhan. Schalke, Neuzugang, haben wir schon auch thematisiert im DFB-Pokal. Richtig starker Transfer. Einer mit ganz viel Potenzial. Mal gucken, wie der sich in FIFA 17 entwickeln wird. Schmitz. Nach vorne gespielt. Kopfballduell leider nicht gewonnen. Gut zum Keeper zurückgelegt. Wulnikowski. Zwar alt, aber der kann mitspielen, Freunde. Der hat das Auge. Lagos. Guter Ball. Taffert Sofa. Da ist Eggestein. Schön auf Soriano. Soriano geht vorbei. Soriano. Oh, wenn der angekommen wäre. Schade. Kriegt da nicht mehr ganz die Kraft dahinter. Aber eine super Übersicht, der da bewiesen hat. Der wäre stark gewesen. Taffert Sofa. So aus der Drehung war schwierig. Akpoguma, glaube ich, wird ausgesprochen. Soriano. Guter Ball nach oben. Und dann kommen wir nicht hin. Schade. Schmitz kann klären. Bisschen nicht so lang. Dann hätten wir den gleich Volley nehmen können. Mit dem Kopf, im Fuß, was auch immer. Schade. Nächster Angriff. Taffert Sofa. Gut gespielt. Da ist Duckfuß. Ganz spitzer Winkel. Robin Bormuth in der Partie. Jetzt nochmal für Ermattlung, der ja gelb vorbelastet ist. Nochmal der letzte Wechsel und die letzten 2 Minuten in dieser Partie. Kommen wir in den Zweikampf. Kommen wir. Gut gemacht, Taffert Sofa. Das ist kein Abseits. Das ist kein Abseits für Eggestein. Der macht ihn nicht. Rensing holt ihn raus. 90. Minute, Chance zum 2:0. Stattdessen gibt es den Eckball, den wir kurz ausführen werden. Lagos, wir haben alle Zeit der Welt. Guter Ball, nochmal schön gespielt. Wir sollten ihn nur nicht verlieren. Da ist Diaz, belohnt er sich leider nicht. Leider zweimal nicht. Ich glaube, der wäre gekommen, Jungs. Ich glaube, der wäre richtig gut gekommen. Letzte Aktion, Abschluss nochmal für Rensing. Und dann sollte der normalerweise hier abpfeifen. Kopfballduell gewonnen. Und wann ist hier Feierabend? Nochmal Koch. Jetzt! Schluss aus vorbei. Wir gewinnen auch unser zweites Spiel in Liga 2. Ein 1:0. Überragende Geschichte. Wunderbares Türchen. Das war Zieltappen von Eggestein. Und damit auch, ja, alles in allem, wenn man die zweite Halbzeit auch nochmal anschaut, ein verdienter Sieg. In Durchgang 1 hatte Düsseldorf noch ein paar Möglichkeiten, ne? In Durchgang 2 nicht mehr wirklich. Dementsprechend können wir uns freuen. Die nächsten 3 Punkte. Wir stehen auf Platz 1. Würzburg auf Platz 1 in der zweiten Liga. Allerdings, wie gesagt, nach gerade mal 2 Spieltagen. Alles gut. Sollte man nicht zu hoch rennen, hängen, aber trotzdem in einem sehr, sehr feinen Start, den wir hingelegt haben. Gegen Düsseldorf und gegen Bielefeld. Wir gehen einmal rein ins Training, simulieren nochmal. Ich glaube, 1860 steht vor der Tür, die mit dem Rücken zur Wand stehen. Allerdings eine super Mannschaft haben. Das wird auch nochmal eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Kasanidis und Taffert Sofa gehen beide hoch auf eine 66 bzw. 65. Momentan läuft's. Das ist aber immer so. Egal ob im Fußball, in echt oder sonst wo. Wenn es läuft, dann läuft es einfach. Und wenn es nicht läuft, dann läuft es halt beschissen. Da habt ihr kurz die Tabelle. Sieht sehr gut aus. Wir gucken nochmal rein. Die letzten Transfers. Tosun zu den Spurs für 15 Millionen. Silva zu Valencia und Guaita zu Alba. Ich glaube, das ist der Keeper. Özil, neuer Top-Transfer. 87,5 Millionen zum FC Barcelona. Boah. Ordentlich. Sehr ordentlich. Und sonst können wir da nochmal reinschauen. Top-Torschützen immer noch Maxim mit 3. Sally mit 2. Leibold 2. Der Club also auch ordentlich mit dabei. Wie haben denn die gespielt, bitte? Gucken wir mal ganz kurz rein. Würde mich interessieren. Da gab es ein 3-1 in Bochum. Okay. Nicht ganz so torreich wie in echt mit dem 5-4. Aber immerhin auch 4 Tore zumindest, die in der Partie gefallen sind. So, scheinbar haben wir jetzt genau die
Okay, Bernatelli wird nicht gekauft. Hätte ich schon fast wieder vergessen, das Angebot, das reingekommen ist. Wir haben jetzt halt gerade Länderspielpause. Das ist gut. Können uns nochmal frische Kräfte sammeln. Stehen übrigens bei einer 84, was die Beliebtheit angeht. Da oben, das ist auch sehr, sehr gut. Freut uns. Und jetzt also die Partie dann im nächsten Part gegen die 1860er Löwen. Wird sehr interessant. Zweite Liga. Wir können mal reinschauen, wann geht es eigentlich Richtung DFB-Pokal. Müsste eigentlich bald der Fall sein. Jawohl. Am 16. September. Vorher der Club, danach Dresden. Schmarrn, wir spielen ja gegen Dresden. Das kommt auch noch ein bisschen scheinbar. Hier geht's los. Im Oktober. Ich dachte gerade, wir spielen gegen Stuttgart. 26. Oktober gegen Dynamo Dresden. Das wird aber eine harte Woche hier. Dresden, Pauli, Hannover, ein harter Monat. Stuttgart und der Club. Der September wird hart. Der September wird richtig hart. Ich bin gespannt. In dem Sinn, gehen wir noch die letzten paar Tage voran. Haben wir schon. Von dem her, es kommt auch kein neues Angebot rein. Wir sind sehr zufrieden. Es läuft, es passt wunderbar. Und damit bin ich jetzt auch für heute erstmal raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Und damit sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dann mit der Partie gegen 60. Ich bin gespannt, ich bin gehyped. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.